Ja, hallo, herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Schönen guten Abend. Mit meinem freundlichen Thorsten. Schwitzend. Ja, genau. Am heißesten Tag des Jahres treffen wir uns hier. Nur für euch, für das Special. Tada! Ein Jahr, zwei Unternehmer. Ja, die Lego-Unterhaltung. Die einzig vernünftige Lego-Unterhaltung. Nein, nicht die einzig vernünftige, aber... Was wir an Kommentaren so bekommen haben bisher, sehr schön, ja. Lässt schon tief blicken, ja. Und wir wollen natürlich auch, pass auf, ihr seht noch nichts, also. Wir bauen eine Spinne. Tankra. Ja, ich weiß, ich habe den Film mittlerweile gesehen, aber den Namen der Charakter. Wie ihr seht, nur eine Tüte. Ja, es wird eine kurze Folge. Ein kurzes Spezial. Aber wir können Zeitraffer ja hinterherhauen. Habe ich ja vorgeschlagen, ne? Ja, das wissen die Zuschauer ja noch nicht. Jetzt wisst ihr. Oh, das wird schon ein Zeitraffer, die Tüte wieder aufzuziehen. Ich habe ja extra bestellt. Nein, das so. Darf nicht wahr sein. Wow. Ja, bestellten. Ja, ich hole euch direkt mal näher ran, damit ihr auch was sehen könnt. Und es war wirklich nur eine Tüte, also nicht wundern, dass alles mal auf einen Haufen ist. Da mal eins dieser Sets, die Tobias schon zu Hause bei sich im Regal stehen hatte. Ja, richtig. Oh, ich hab das mal klarkommen mit dem Licht jetzt. Wie Tobias schon sagt, ist es mit der heißesten Tag des Jahres. Und nein, ich bin nicht besoffen, es ist einfach nur tierisch warm. Deswegen haben wir uns erlaubt, heute tatsächlich mal die Fenster aufzulassen. Also falls mal ein Auto vorbeifahren sollte, ist es beabsichtigt. Oder Vögel hört. Ja, hier zwitschern auch ein paar Vögelchen. Das kann durchaus vorkommen. Ja. Und die kommen nicht aus dem Auenland. Also wir bauen hier das Set mit Kankra auf. Da ist es auch Gollum mit bei. Der dann den Frodo ins Verderben führt. Ist Gollum in diesem Set als Einsitzer vertreten oder auch in anderen Sets? Noch in anderen. Ach so. Naja. Aber trotzdem. Da weiß ich nicht, wo der Kopf hin soll. Wo ist der andere Raum? Da hast du die Haare drauf gelassen, das geht ja gar nicht. Ich habe alles auseinander genommen. Das ist die Szene, wo sie die Abkürzung zum schwarzen Tor nehmen, kann das sein? Ja, genau. Also wo die dahin führt, nach dem Motto, lass uns mal dahin gehen, der andere Weg ist zu weit oder so irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was er ist da. Ist zu gefährlich. Oder zu gefährlich, genau. Ja, ja, doch ein bisschen was erinnere ich mich schon. Muss dazu sagen, das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, dass wir es geguckt haben. Das stimmt, ja. Also hier haben wir Frodo und Sam. Frodo kriegt ja noch einen Umhang. Ah ja, und er kriegt hier Hobby. Auch einen Umhang. Das sind Umhänger. So, Umhänger. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist er denn? Da ist er. Das ist wieder hier. Umhänge darfst du machen. Oder ich versuch's nochmal. Versuch dann durch, die sind ja vorgeknickt. Ja, wobei der sieht schon flach aus. Auch hier, ich hoffe, könnt ihr sehen, das ist auch das andere Gesicht, ne? Frodo hat auch das andere Gesicht. Zwei Gesichter dazu. Ja. Der kriegt auch sein Schwert. Der hat übrigens auch zwei Gesichter, aber... Ja, doch. Und sein Ring. Der kann aber ein bisschen ängstlich gucken. Ja, kann er. Hat ein bisschen was von Harry Potter gerade. Der einen Ring. Aber Harry Potter Sets werden wir wohl nicht aufbauen. Nee, die gibt es ja auch so nicht mehr. Doch, bei Ebay lecken sie sich bestimmt die Finger. Ja, das ja. Aber es kommen noch andere schöne Sachen. Wir ziehen dieses Projekt jetzt tatsächlich vor. Sprich, am Tag der Veröffentlichung ist die Aufnahme gerade mal einen Tag alt. Was ein Novum ist. Ja, hat es noch nicht gegeben. Sonst hatten wir mal schön Vorlauf. Und wir haben jetzt auch einiges im Petto, davon abgesehen. Bist du auf durch, oder? Sein Schwert fehlt noch. Ach so, ja, das ist halt dein... Ach, der hat doch... Ach doch, da. Okay, hat auch ein Schwert. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur diesen Trank gesehen. Das ist kein Trank, das ist das Licht Erendil. Daran erinnere ich mich jetzt nicht. Das, da sagt er ja dieses Wort und dann leuchtet er das ja richtig hell. Ich sage, es hat was. Kämpft er ja gegen Kankrada und gegen. Und Gollum hat ja auch seinen Fisch. Obwohl bei Kankra kommt es nicht vor, dass er seinen Fisch hat, aber ist eben mit bei.
bringt Lego wieder alles durcheinander. Na, was heißt durcheinander? Das ist auch so witzig, als er mit seinem Fisch da schlägt und saftig süß. Kommt halt ein Fisch saftig süß. Ja, jetzt so, bin ich schon. Ich bin mal ja, frei und baue mal ein bisschen. Bitte. Einer muss jetzt ja tun. Das ist ja das Typische, das Übliche. Wo hast du denn den Haken? Da ist so ein Haken. Da ist ein Haken. Weißt du, hast du schöne Tütchen gepackt? Jetzt ruhig mal vorsortieren können. Natürlich, nach Schritten. Ja, nicht? Dann darfst du jetzt die Wippe bauen hier. Okay, ich baue die Wippe. Du baust die Wippe. Und wir bauen jetzt diese Höhle oder was genau bauen wir überhaupt? Ich bin nee, wir bauen nicht Kankras Höhle, sondern ja, den Kampf mit Kankra bauen wir. Wir bauen einen Kampf. Ja. Spannend, spannend. Entschuldige. Nicht schlimm. Alles gut. Ja, ist der. Falls jemand was über meine Kleidung zu meckern hat, wie gesagt, es ist heiß. Versetzt euch in meine Lage. Ja. Was will ich tun für unsere Fans? Ganz spontan, lass mal treffen. Wisst ihr, ich bin seit heute Morgen kurz vor 6 wach, aber für euch, ich zieh das jetzt durch. Wie spät haben wir jetzt? 19 Uhr haben wir schon wieder, seht ihr. Ach, das geht gar nicht. Das hatte ich noch gar nicht draufsetzen dürfen. Das habe ich jetzt verpeilt, siehst du? Ist nicht schlimm. Ist ja. Alles noch. Kann ich alles damit entschuldigen, dass ich schon einen langen, harten Arbeitstag hatte. Warst du heute nicht arbeiten heute? Nee, heute nicht. Heute nicht, ja guck. Ist doch wenigstens hat einer auf einen klaren Kopf. Den hast du schon entschieden. Ja, super. Das war die Seite. Ja, dann mache ich jetzt das und du guckst, ob du da schon mal was hast. Weiß ich ja nicht. Nee, aber ich kann diese eine Ranke schon mal machen. Hier unten. Kennst du das schon aus, wenn ich auch was hinkomme? Nein. Achso, ich dachte, ich blätter mal kopfmäßig so ein paar Seiten. Nee, so gut kann ich das jetzt aber nicht. Der hintere bleibt frei. Alles klar, dann passt das. So, und der kommt hier. So, kommt Gestrüpp dran. Gestrüpp. Oh. Er wird gezeigt, dass Gollum dann eben. Ja. Könnte er schon reinsetzen? Ja, ne? Ja. Könnte man. Was für eine Szene ist denn das, wenn er da rumfliegt? Ja, wie gesagt, die kommt ja eigentlich dann vor, wenn er angreift, ne? Den was Ring haben will. Und dann stürzt er runter. Auch wieder super Lego. Ja, das kommt ja auch in Kankra vor. Nee, das ist ja auch alles gut, das meine ich gar nicht. Achso. Von der Story her alles super. Nach dem Motto, Achtung, fliegender Gollum kann den Kopf treffen, ja? Ja. Das ist in Amerika, muss man ja aufpassen. Wenn du dir einen Kaffee kaufst und so, musst du immer dran stehen, Vorsicht, heiß. Mhm. Ansonsten hast du gleich eine Klage. Steht in Deutschland bei einem Restaurant übrigens auch schon dran. Ja, richtig, habe ich gesehen. Bin neulich mit einer Arbeitskollegin da gewesen und er hat sich einen Kaffee geholt. Hat dann auch einen Schluck genommen und dann, ist das heiß? Und guckt dann so auf den Rand, verdammt, steht drauf, ne? Sehr clever. Sehr clever, ja. Man darf sich heute nichts gut, genauso wie in Mikrowellenanleitungen soll ja auch stehen, bitte keine Katzen zum Trocknen reintun. Ja, das ist wirklich so. Ich finde es großartig. Also. Das ist schon, ja, weil einer gegen geklappt hat, das steht da nicht drin. Wie weit die Menschen denken, ne? Irgendwann tut dann jemand einen Fisch da rein und dann sagt er, der Fisch und Katze ist nun mal nicht dasselbe. Ja, kann schon sein. Bring ihn nicht hier noch auf Ideen. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Keine Fische in die Mikrowelle. Also jetzt Zierfische, wohlgemerkt. Den Fischstäbchen ist das egal. Den Fischstäbchen ist das egal, ja. Wobei Fischstäbchen in der Mikrowelle, ich glaube, das kommt nicht so gut. Das wird jetzt hier Kankra übrigens. Die Spinne. Spin. Ich weiß nicht, was Spinne auf Französisch heißt. Ja. Wenn du das wisst, schreib es in die Kommentare. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Spider. Das ist nicht Französisch. Ach, Französisch hast du gesagt. Ja. Ich entsinne mich gesagt zu haben, ein französisches Wort für Spinne gesucht zu haben. Bäh. Das war mal formlos ausgedrückt, was?
Ja, dieses Jahr war schnell rum, muss man sagen. Ne? Auf jeden Fall. Krass. Letztendlich müssten wir so auf 52 Videos kommen. Ich weiß nicht, hast du mal gezählt? Das kommt schon hin, ja. Das heißt, bei der nächsten Anmeldung in den Kanal mal gucken, ob das hinkommt. Weil wir haben ja nichts ausgelassen. Selbst wenn Montag ein Feiertag war, haben wir es ja immer wieder rausgehauen. Ja. Wobei es müssten mehr als 52 sein, weil die Specials und die Zeitraffer... Zehn ja extra. Hm. Die waren ja trotzdem... Die waren ja zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob du sowas suchst, sonst suchst du nee, den diesen Kippschalter. Weil diesen... Ja. Ja. Aber es ist immer schön zu sehen, wenn man so einen Kanal eröffnet, dass irgendwann erscheinen, ich weiß ja nicht, wenn ihr YouTube-Kanäle habt und selbst was hochladet, unten diese Nummern. Oh. Wenn man dann sieht, irgendwann sind es so viele, dass nur Punkt, Punkt, Punkt da steht, dann weiß man, hat schon richtig was geschafft. Das stimmt. Ich glaube, das ist irgendwie bei, ja, ab 100 wird es, glaube ich, interessant, ne? Oh. So ungefähr, ja, guck, nächstes Jahr um diese Zeit ist soweit. Wir haben ja noch ein Riesenprojekt vor euch, also ja, für euch vorbereitet, das kommt ja alles noch. Lasst euch überraschen, das wird toll. Oh, sind auch einige Teile. Ja. Habe ich den auch schon hochgeladen? Doch, habe ich. Ja, meine auch. Aber ich habe noch keine Bilder gemacht, ne? Thumbnails habe ich noch nicht. Und das andere Thumbnail wollte ich noch ändern, das haben wir ja besprochen, das ist wegen der Schrift nicht so gut geworden. Alles gut. Ist interessant, wir reden jetzt über Sachen, die eigentlich schon gelaufen sind und jetzt nochmal laufen und wir reden drüber. Richtig. Das macht sehr verwirrt. Für dich vielleicht. Alles gut. Ich bin durcheinander. Nein, alles in Ordnung. So, da. Es ist gerade für mich wenig zu tun, da muss einer Schwachsinn labern. Ey, das ist kein Schwachsinn. Achso, ich habe schon gedacht, es wäre so nicht wenig zu tun. Ja. Nee, wo ist das? Da. Auch hier habe ich. Das ist auch so ein Sonderstein. Ah, was ist das? Oder was wird das? Da kommt dann. Oh, ein Gelenk. Ein Gelenk, genau. Das ist der Kopf? Ich weiß es nicht. Du wirst es sehen. Lass dich überraschen, ich weiß es. Gibt es eigentlich auch Lego-Sets von James Bond? Fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube nicht, Leute. Wir warten jetzt gespannt auf den nächsten Kinofilm. Auf jeden Fall. Oktober haben sie gesagt, ne? Hm. So, die Seiten darfst du jetzt mal auf. Jo, ich darf was machen. So, dann sprechen wir mal. Ich darf was machen. Kann ja noch ein bisschen über. Ich darf was machen. Die Szene reden. Ja, dann hast du mehr zu erzählen als. Es ist ja so, dass Frodo da erst reingeschickt wird und Gollum verschwindet, ne? Und dann kommt eben Kankra und sticht Frodo in den Brustkorb. Und dann sieht man so Schleim aus seinem Mund kommen. Ne? Und ist eben so ein Betäubungsgift. Und dann wird er eingewickelt. Ah, ja, genau. Ne? Und dann hängt er irgendwo in so einem Kokon hinterher. Nee, der liegt da auf dem Boden. Oder liegt er auf dem Boden? Auf jeden Fall ist er eingewickelt. Genau. Auf jeden Fall denkt dann Sam, dass er tot ist. Ja, das stimmt. Aber ist ja nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, was dann passiert, wie er wieder auf die Beine kommt. Ja, das ist ja nur ein Betäubungsgift, ne? Also von daher, das lässt ja irgendwann nach. Ist das so drauf? Ich glaube, das muss. Ja, das muss oben drüber. So als Ablenkung. Ja, ist gerade nicht so gut zu sehen, wie das kommt. Ja, hier, das ist auch 8 Mai, ja. Da kann ich schon mal. Ach, die Beinchen. Mhm. Die kommen wir schon gleich zusammen. Genau. Wobei ich bin kein Fan von Spinnen. Jeder 4. Ich mag Spinnen generell nicht sonderlich. Spinnen sind nützliche Tiere. Ich habe auch welche zu Hause. Ja, und am Bett, ist klar. Also wie gesagt, 4-mal 4 Dinger nehmen. Viermal das. Ach, wolltest du direkt parallel 8. bauen, ja? Ja, voll. Ne? Immer wieder. Achso, muss umtauschen. Umtauschen, Alter. Umtauschen ist gut. Blätter. Ja, Spinnen sind nützliche Tiere, ist alles gut, aber prinzipiell. Ich meine, dass man Spinnen in der Wohnung hat, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Also jetzt nicht übertrieben, aber man sieht und hört das ja doch immer wieder. Ich wusste gar nicht, dass es ein Gerücht gibt. Hm. Für die Leute, die Probleme mit Spinnen haben, jetzt bitte allgemein weghören.
Dankeschön. Dass jeder Mensch im Schnitt pro Nacht 6 Spinnen verschluckt. Ja, also, ja, das habe ich auch gelesen. Das war total Bullshit, ne? Totaler Blödsinn. Ja, aber im Schlaf merkt man das ja nicht. Nein, ja doch, das merkt man schon, denke ich. Weiß also, das kam mal irgendwie bei der Top 10. Ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst. So von wegen Mythen, die sich hartnäckig halten und so. Ne? Und dann kam das dann halt auch. Aber die sagt, das ist falsch, das stimmt einfach nicht. Hm. Stell dir mal vor, jeder Mensch wird 6 Spinnen fressen. In einer Proteine in der Nacht, hallo? Das kann man auch anders sagen. Aber... Wo ist der andere? Da. Bist du schon wieder weiter? Oder? Nee, ich bin okay. Ja noch beim letzten Schritt hier. Ja, deswegen war der noch auf dich. So, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ach so, da kommt die Gegendinger drin. Ja, diese braunen... Direkten. Hast du das von der Merkel mitgekriegt? Was denn? Dass sie von Bundestagspräsidenten einen auf den Deckel gekriegt hat, weil sie sich inmitten der Diskussion meint, unterhalten zu müssen. Nee. Nach dem Motto, Frau Bundeskanzlerin, in allen Ehren, aber das muss auch anders gehen, sagt er. Ja, finde ich gut. Das macht man ja auch nicht. Ja, was machst du denn? Dann gehen sie nach oben und setzen sich da hin und quatschen weiter, weißt du? Also richtig ist das eigentlich. Nee, das ist nicht... Ich habe mir schon gedacht, daraus müsste man was machen. Ich habe mir die Szene mal runtergeladen, das ist ja offiziell zugänglich. Ja, richtig. Und habe mir gedacht, das müsste man mal neu vertonen. Oh, was habe ich da denn gemacht? Da kommt noch so ein Erbchen drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt. Das müsste man mal neu vertonen, irgendwie. Hm. Ich werde ja gar nicht mitspielen. Irgendwie sowas kann man da bestimmt. Bin ich noch am Überlegen. Also da kann man bestimmt irgendwas draus machen. Ja, ich habe es mal auf Platte gezogen. Mal gucken, ob mir da was zu einfällt. Bestimmt. Wir reden heute über das neue Förmchengesetz. Mit meine Förmchen. Irgend so ein Blödsinn. Aber sie gerät allgemein ziemlich viel in die Kritik im Moment. Im Moment ja. Also, und nicht nur was Griechenland angeht, dann hast du die NSA-Affäre noch, wo es auf einmal heißt, sie wusste schon seit 20 Jahren. Also irgendwie verliert sie, zumindest bei mir, an Ansehen. Davon abgesehen, dass ich sowieso die Frau nie leiden konnte. Aber ich kann sie auch nicht leiden, nein. Sie ist nun mal Kanzlerin, da kann man erstmal nichts gegen machen. Richtig. Auch wenn alle mal sagen, oh, es geht, ich denke auch, es geht, aber die Politik sagt, nein, da müssen ja die und die Schritte erfüllt sein. So, ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Krallen. Ja, mit Krallen. Ach, du hast schon Krallen drauf? Ja, sie ja. Du liebe Güte, so weit bin ich noch gar nicht. Das ist, weil ich einen Schritt vergessen habe, dann habe ich den Anschluss verloren, ja. Ich mach die meine schon mal drauf. Ja, du siehst nicht so viel, nur so ein kleines, so ein Häuschen, so ein Dachhäuschen. Ein Dachhäuschen. In Braun. Ah, recht herzlichen Dank. Ja, die können schnell verloren. Du sprichst aus Erfahrung. Ja. So, und was sind das für. Ach, solche Krallen sind das, die kommen da. Ja, die kennen wir aus dem Turm. Ja, aus dem Turm. Ja, die haben sich gedacht, der Turm hat sich gut verkauft, die Krallen können wir nochmal nutzen. Ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber wir hatten die jetzt schon öfter, oder? Ja, richtig. Allgemein, bei Herr der Ringe kamen die auch. Ja, beim Schwarzen Tor kommen die auch noch vor. Diese. Ja. Was suchst du? Ah, da ist er. Also schon mal eine Seite. Schon mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo die drankommen. Jetzt wahrscheinlich so parallel zu dem, was du gemacht hast. Mhm, genau. Hier so dran wahrscheinlich. Bäh. Ja, ich brauche ja auch Beine, ne? Nee, ich denke, Spinne brauchen wir. Wozu brauchen Spinnenbeine? So, wieder die Zähne. Ich finde es gut, dass die einrasten, die Füße. Dann kann man es theoretisch gut trapieren. Ich hoffe, ihr seht das. Hier sieht man sogar das Auge, was verletzt wird von Sam. Ja, guck mal. Also sehr detailverliebt wie immer.
Lego ist immer detailverliebt, das haben wir. Das haben wir schon mehrfach. Letzten Jahres feststellen dürfen. Oh, ja. Bin ja mal gespannt, ob wir von Lego eine Grußkarte erhalten, so nach dem Motto: Danke für ein Jahr Spaß und Unterhaltung. Das wäre super. Aber die Post wird uns das doch nicht immer. Stimmt. Wer weiß, wie viele Briefe gerade unterwegs irgendwo. Boah, ist das fies. Halt das mal, die Kamera sieht geil aus. Ja, also das kann man hier schön. So mit Gebiss und über. Gefährliche Kanker. Uiuiuiui. Wie Krabbel das sagen würde. Uiuiuiui. Ja, jetzt kommen. Bei mir hat Krabbel noch nie. Uiuiuiui. Man das auch öfter machen? Mhm. Ach so, einmal rechts, einmal links rum. Okay. Ja, ja, deswegen brauche ich das ja. Ach so, und ich mache das direkt verkehrt rum, wie ich gerade feststelle. Einmal rechts, einmal links. Ja, ich habe, wie soll ich sagen, das Gelenk auf der falschen Seite. Dieser Kippschalter ist auch wichtig, ne? Ja, ist mir klar. Ich habe das gesehen, wo es hinkommt und dachte mir dann, das ist so nicht richtig, wie ich das mache. Kommt ja dann hier so ran. Zack. Sie haben die Ehre. Danke. Ja, also richtig cool. Okay, jetzt wird es umgedreht. Einmal könnte auf dem Kopf. Nee, das ist dieses Kron. So ein Panzer hier? Achso, die. Und die Räder. Da. Eine Spinne mit Rädern? Ja, genau. Na, das habe ich im Film aber nicht so. Jetzt. So. Eine geräderte Spinne. Eine geräderte Spinne, was denn das? Was, das ja, Teil ich habe das Ding schon hier, ja. Jetzt kommt zwei rote, gucken, flache. Wie rum das gehört. Das ist vorne. So. Jo, ist ja gut. Weiß nicht gleich. Ich weiß ja nicht. Nein, 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 das kommt hier rein. Da unten rein? Ja, sicher. Ins Boot rein. Ach, das liegt so. Ja. Das ist doch kein Boot, ist das ein Boot? Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Boot wird. Nein, natürlich nicht. Also erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Ich hab ein Boot. So, jetzt kommt das Gedöns hier drauf. So. Nochmal. Das passt nicht, dann muss ich den hier nehmen. Mhm. Na, irgendwie passt das auch nicht. Das hier. Ah, da ist noch einer. Guck mal. Das ist für oben. Da ist das Brett. Das kommt vermutlich da hin. Und dann kommen dann die hier. So. Ja. Ah, da darfst du wieder mitmachen, wenn du willst. Ich sehe schon deine Begeisterung. So schnell kann ich gar nicht gucken. Auf einmal, weißt du? Ja. Aber wenn ich eine Sekunde brauche, dann heißt es gleich, muss ich das schon machen? Wieder erwischt, ja. Achso, ich habe es verkehrt drauf gemacht. Dafür habe ich jetzt die vorbereitet, so. Toll. Alles, was die Welt nicht braucht. Da brauchst du gleich schon beim nächsten Schritt. Ja, 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 ja. Toll, der Wille zählt. Der Willi zählt. Kommt das da? Ganz vorne. Ganz vorne? Nein. Ja, ganz vorne. Ach so, da bleiben die zwei frei. Oder? Nee, einer bleibt. Einer? Nee, zwei bleiben frei. Das zwei. Und dann kommen diese Spitzen. Ja, diese zwei. Und dann ist nur noch ein Loch frei. Immerhin. Ja. Hast du den flachen hier? Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch was. So, jetzt kommt wieder Technik. Ja, das war's für dich. Ja, Technik ist mein Part. Technik. So viel zum Thema Boot. Und wieder John Pizzobitek, ne? Ich habe da schon was vorbereitet. Ein Angelhaken, ich habe da mal was gebastelt. Genau. Ich ja, vermute, das fehlt die, der Spinn, das Spinnen, Seil, womit Kanker das Bruder einfädelt. Das kann sich aber nur um Stunden handeln. Ja, genau.
ich wickel das mal wieder ordentlich auf. Ja, wickel mal. Ich habe in der Zeit, was ihr nicht seht, den Schweiß von der Stirn. So, jetzt wird das ins Loch gesteckt. Und hier durch. So. Prima, prima, prima. Und genau. Ist da ein Haken dran? Ach, das ist der Haken. Das ist der Haken. Jetzt muss bestimmt hier sowas, oder? Ich vermute, das passt da auch. Noch wissen wir nicht. Wir können bisher nur ahnen, was da passieren wird. Ich lasse den mal da drauf sitzen, ob ich recht habe. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil da... Ach, verflucht. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es auch. Das ist immer die Frage bei Lego, wenn man zwei Steine auseinander macht, welcher gibt nach? Da gibt es bestimmt Statistiken für. Ja, glaube auch. Ach, das kann eh nicht raus. Soll ja nicht. Es soll ja nur. Ja, tja, gut, ich hab's kapiert. Das muss tiefer durch. So, jetzt hast du es. So. So. So, die Technik wollte ich schon mal vor. Ja. Ja, wir nähern uns schon dem Ende. Guck mal. Ja, ein kleines Set. Also, aber noch nicht das kleinste. Wenn ihr die Folge gesehen habt und überhaupt, ihr könnt ja mal sagen, was euch dieses Jahr gut gefallen hat oder was euch auch nicht gut gefallen hat. Ja, richtig. So ein bisschen mal, so das Jahr mal Revue passieren lassen. So ein bisschen Kritik wäre schön, ja. Natürlich nur positiv. Was? Megan? Nee. Gut. Nur die roten habe ich irgendwie. Ja, ist doch richtig. Ach so, die beiden Punkte. Die habe ich irgendwie nicht. Tja, Monsieur Meister. Was sagt uns das? Ja, die liegen wohl zu Hause. Die liegen wohl zu Hause. Das kommt davon. Wenn man nicht alles selber macht. Wäre die Praktikantin da gewesen, wäre es nicht passiert. Verflucht? Nein. Entsprechend fehlt der Bogen auch. Darf ich das bemerken? Welcher Bogen? Da kommt so ein Bogen drüber. Skandal. Ja, in der Tat. Ein Set, das wir noch nicht mal vollständig, also... Irgendwas schon oder nicht? 13, da passt ja einiges nicht, oder? Das wundert mich jetzt selber auch. Oh, der kommt noch dahin, das sieht gut aus. Da drüber müsste jetzt eigentlich ein Brauner, den wir nicht haben. Ach, das sind die zwei Vierer wahrscheinlich. Wo? Dahinter, hinter den roten Zweier. Ja, genau, das sind die. Ja, das ist aber klar. Da habe ich echt... Das hat aber auch gepasst. So, jetzt kommen die hier hinten irgendwo drauf. Vermutlich so. Vermutlich. Ja, ist ja richtig. Ein Ersatzteil. Und Deckel drauf. Naja, es ist nichts Notwendiges, das fehlt. Richtig. Aber es fehlt. Ja. So, jetzt wird das hier. Ach, das ist das Rückteil der Spinne. So, jetzt machen wir nochmal Final Kankra. So. Oh je, jetzt hast du den Arm ausgerissen. Du bist auch ein Tierfreund. Arm? Das ist ein Bein. Hab ich nicht, hab ich Bein gesagt? Nein, hab ich auch nicht. So, und dann kann man hier dran drehen. Dann, ja. Coole Idee. Achso, ich kann sie sogar aufhängen. Die kann man sogar aufhängen. Dreh sie wenigstens mal rum, damit die Zuschauer was zu gucken haben. So. Kommt ein Gollum geflogen. Hoppala. Mit ohne Fisch. Das war schon das schöne Set. Das war das schöne Set. In dem Fall brauchen wir keine Zusammenfassung, oder? Nein. Achtung. Okay. Er kam, sah und flog nie wieder. Ja, kann hier drauf. Ja. Da unten? Ja. Oh. Ja, gut. Gut, ist Flocke. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, für das Jahr. Also, oh, Moment. Das machen wir aber vernünftig. Seht uns schwitzen und triefen. Das habt ihr verdient. Ja, das war ein Jahr Lego mit uns. Es geht weiter. Es geht weiter, auf jeden Fall. Nächste Woche. Gut, das Special haben wir eh mit raus diesmal. Alles gut. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss.